Hu, ha, hey! Ja, zweites Tryout zu den Ukulele Workouts. 45 Minuten Ukulele Workouts pro Woche. Das ist das isotonische Intervall-Zirkeltraining-Superprinzip. Habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Kann ich auch kaum aussprechen. Deswegen dieses Tryout, dass du mal probieren kannst, wie das so läuft damit. Ich mache normalerweise was für die linke Hand, was für die rechte Hand, dann gerne was für beide Hände. Und manchmal Skalen, manchmal irgendwelche Fingerübungen, einfach nur irgendwas. Manchmal Schlagübungen, Technikübungen und eben alles auf einem Haufen. Jetzt in diesem zweiten Tryout möchte ich eine Akkordfolge üben. Und bevor ich lang schnacke, es gibt übrigens die ganzen Unterlagen zu diesem Tryout, die kriegt ihr, ich habe sie euch unten verlinkt, könnt ihr downloaden, überhaupt kein Thema. Jetzt einfach zu der Akkordfolge. Wir haben so eine Standard-Akkordfolge, die geht A-Dur 2, 1, 0, 0. Dann haben wir Fis-Moll, da kommt der Ringfinger dazu. Das ist 2, 1, 2, 0. Dann haben wir das D-Dur. D-Dur, viele mögen das nicht so richtig. Ihr könnt das D-Dur natürlich, kannst du das mit drei Fingern greifen. Meine Finger sind dafür zu knubbelig, deswegen greife ich hier den zweiten Bund E-Seite, das Fis mit dem Mittelfinger und den zweiten Bund auf G- und C-Seite mit dem Zeigefinger, sodass ich das Ganze 2, 2, 2, 0 mit zwei Fingern spiele. So, und dann haben wir noch einen letzten Akkord, das ist ein D-Hashtag-Kringel oder musikalisch gesprochen ein Dis-Null. Ein D-Sharp, fully diminished. So, jetzt habt ihr vielleicht, wenn ihr euch das Sheet dazu downloadet habt, A-Dur, Fis-Moll, D-Dur und Dis-Null, habt ihr gesehen, dass da noch mehrere Griffbilder stehen. Denn mir persönlich ist immer sehr wichtig, dass für alle, was dabei ist, wenn ihr mit den offenen Akkorden schon gut zurechtkommt und vielleicht ein bisschen fortgeschrittene Akkorde spielen möchtest, gibt es immer noch eine zweite Variante. Und das ist dann das zweite Griffbild in dem Fall. Da haben wir hier nicht das A-Dur, sondern ein A-Major-7. Das spiele ich mit einem Finger auf G- und E-Seite. Das klingt gleich ein bisschen anders. Dann haben wir das Fis-Moll-7. Nicht einfach nur Fis-Moll, sondern Fis-Moll-7. Das könnt ihr mit drei Fingern hier so spielen. 2, 4, 2, 0. Dann meinetwegen entweder das D-Dur oder, wenn ihr möchtet, ein sogenanntes D-Major-7. Das ist ein Barré-Akkord auf dem zweiten Bund, ein Barré. Und dann der Ringfinger, Förderbund, A-Seite, 2, 2, 2, 4. Und dann könnt ihr entweder das Dis-Null offen spielen oder geschlossen, das heißt 2, 3, 2, 3. Das kann man mit vier Fingern machen, so wie ich es gerade tue. Oder man spielt es als Barré-Akkord. 2, 3, 2, 3. So. Und ihr kommt vielleicht drauf, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das zu spielen. Das ist für die ganz Großen. Das sind dann fast nur geschlossene, also nur geschlossene Akkorde. Wir haben das A-Major-7 in einer Umkehrung nach oben. 2, 4, 4, 4. Auch das Fis-Moll-7 spielen wir jetzt geschlossen. Das könnt ihr mit vier Fingern machen. 2, 4, 2, 4. Oder ihr macht es als Barré-Akkord. 2, 4, 2, 4. Müsst mal gucken. Dann haben wir das D-Major-7. Das ist jetzt in dem Fall einfach. Da muss nur ein Finger weg. Und das Dis-Null. Da muss der Ringfinger einen Bund tiefer rutschen. Und der Mittelfinger wieder dazu. 2, 3, 2, 3. So, also das heißt, wir haben die einfache Variante A-Dur, Fis-Moll, D-Dur und Dis-Null. Eine etwas weitere As-Major-7, Fis-Moll, dann D-Dur und Dis. Oder für die Großen A-Major-7, F-Moll, D-Major-7 und Dis voll vermindert. Okay?
probiert mal ein bisschen für euch aus, was euch so liegt. Bitte nehmt eine Akkordfolge, die ihr gerade so hinkriegt. Es soll nicht in dem Sinne sein, dass ihr jetzt hakelt an den Griffen, sondern ich möchte gerne, dass ihr euch eine rauspickt, dass ihr könnt alle Akkorde miteinander kombinieren, so wie ihr das wollt. Hauptsache die Reihenfolge stimmt am Ende. Ich möchte, dass ihr euch eine rauspickt, die ihr gerade so hinkriegt. Ja? Und genau die üben wir jetzt. Ich stelle das Metronom auf etwa 60 Beats. Na, das ist mehr hier. So muss das etwa sein. Und dann spielen wir das einfach in ganzen Noten durch. Ja? Mein Schlag auf der rechten Hand ist einfach erstmal mit dem Daumen so durchblättern. Ja? So. Ich mache euch zweimal die einfache, zweimal die mittlere und zweimal die schwere Akkordfolge. Für euch ist das dann sechsmal. Das sollte ja irgendwie erstmal reichen in einem Tempo. A 1, 2, 3, 4 A-Dur. 2, 3 Fis-Moll. 2, 3, 4 D-Dur. 2, 3 und Dis-Null. Achtet aber darauf, dass ihr im richtigen Moment den Akkord am Start habt. Dass ihr nicht zu spät seid, fangt lieber ein bisschen früher mit dem Umgreifen an. Und Dis-Null. So, etwas fortgeschrittenere Akkorde. D-Major, A-Major 7. Und ein Fis-Moll. Ich mache jetzt das normale D-Dur. Und auch das offene Dis-Moll. Ja, jetzt kann ich es ja noch mal mit den geschlossenen am Ende machen. Das geht selbstverständlich auch. So, und dann haben wir das D-Major 7 und das Dis-Null. Oder wenn ihr eben zu den Großen gehört. Ah! Passiert mir auch. Hat man davon, wenn man nicht hinguckt. Warum greife ich das eigentlich nicht als Barré? Kommt ein letzter Durchlauf noch. 2, 3, 4. So gehört sich das eigentlich unter Jazzern. Bin aber gar kein Jazzer. Und hier. So, wir machen Viertelschläge. Ne? Viertelschläge mit dem D-Dur. Dis-Null. Und das machen wir gerade nochmal. Der klingt echt schick in diesem Voicing. Und noch ein Durchlauf. Ach kommt, wir sind ja nicht. Wir machen noch einen, kommt ich. Okay, wir machen das Ganze ein bisschen schneller. 1, 2, 1, 2, 3, 4, A-Dur. Wie gesagt, der wichtige Teil ist, dass ihr auf den Beat den Griff habt, dass ihr da nicht hängt. Ihr dürft euch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Der wichtige Teil ist, dass ihr sie euch vor der 1 nehmt. Ne? Den hier oder den. D-Dur und Dis-Null. Ja, und vielleicht wollt ihr ja das mal probieren. Wir machen noch einen letzten mit dem Daumen geschlagen auf ganzen Noten. Und jetzt machen wir die Viertel. 1, 2, 3, 4. Ich merke gerade, dass meine Ukulele ein bisschen verstimmt ist. Aber lasst euch nicht irritieren, bitte. Und ein letzter Durchlauf.
Yeah! Damit hätten wir das auch schon. Und versprochen, normalerweise stimme ich vorher. Es hilft aber in der Regel auch nichts. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Hälfte seines Lebens verbringt der Ukulele-Spieler mit dem Stimmen seines Instruments. Und die andere Hälfte spielt er auf einem verstimmten Instrument. So sieht's aus. Wenn euch das gefallen hat, vielleicht möchtet ihr noch das Tryout 3 probieren. Das ist natürlich möglich. Verlinke ich euch übrigens unten. Oder ihr klickt auf Like von diesem Video oder noch besser, ihr abonniert meinen Kanal. Oder am allerbesten, ihr meldet euch einfach mal für 4 Abende Ukulele-Workouts ein. Das geht über meine Webseite, habe ich euch eingeblendet. www.ukulele-workshops.de. Minus darf man laut HR nicht sagen. Ist mir aber egal, ich bin nämlich nicht der HR. In diesem Sinne, hoffentlich gefällt es euch. Vielleicht sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.